Hi, wir sind Nils und Svenja und voll motiviert sind wir auch in diesem Video wieder in den Ausbau unseres Expeditionsmobils gestartet. Doch nach der anfänglichen Euphorie über den Innenausbau wurden wir mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Wir haben leider weitere Wasserprobleme entdeckt und dann stand auch noch der Ausbau für eine Zeit lang komplett still. Hallo und willkommen zu einem neuen Video von uns. Ich kann es nicht glauben und wir haben so lange auf diesen Moment hingefiebert, aber wir fangen diese Woche mit dem Innenausbau an. Ich bereite hier schon alles vor. An die Decken kleben wir Holzleisten, an die Wände und so weiter auch für eine Unterkonstruktion. Dann kommt Dämmung hin und so weiter. Mal schauen, wie weit wir diese Woche kommen. Los geht's! Wie cool, oder? Die erste Leiste ist angeklebt und ja, somit hat der Innenausbau begonnen und jetzt wird es auch schon wieder dunkel. Deshalb machen wir jetzt Feierabend und wir sehen uns morgen, denn ich habe die Woche Urlaub. Deshalb, vielleicht schaffen wir ein bisschen mehr. Schauen wir mal. Ich habe leider noch ein paar Termine auch, aber ich freue mich auf einfach her, dass ich noch ein bisschen mehr mithelfen kann. Leiste 1 ist seit gestern Abend so weit angetrocknet, dass wir zumindest die Montagestützen abnehmen konnten. Das heißt, jetzt kommt Leiste 2. Gestern habe ich ein bisschen übertrieben mit dem Kleber, der ist hier so rausgequollen überall. Ich muss noch die Dosierung ein bisschen besser lernen, weil diese Kartuschen sind auch nicht gerade billig. Da muss es nicht sein, dass man danach noch die halbe Kartusche wieder abzieht. Aber das wird auch noch und keine Sorge, wir nehmen euch nicht bei jeder einzelnen Leiste mit, aber irgendwie ist es ja auch spannend und es dauert schon seine Zeit, so eine Leiste zu installieren mit erstmal abkleben, dann schleifen, sauber machen, aktivieren, primern, was auch immer. Deswegen wird wahrscheinlich die Woche gar nicht so viel mehr passieren, außer dass hier immer mehr Leisten kommen. Aber ja, das gehört eben auch dazu. Heute steht ein großer Wassertest an. Wir hatten ja einige Undichtigkeiten am Koffer und ich hoffe, es bleibt bei hatten. Gerade letzte Woche haben wir ja noch festgestellt, dass unser Fenster undicht war. Und ja, ich werde jetzt einmal mit einem Gartenschlauch auf die Stellen, vor allem auf die, die undicht waren, draufspritzen, aber generell einfach überall nochmal gut drauf geben. Und dann hoffen wir und schauen wir, dass es ja alles trocken bleibt, weil bevor wir jetzt wirklich innen dann die restlichen Holzlatten und dann auch die Isolierung noch anbringen, sollte dann natürlich kein Wasser mehr eintreten. Deswegen drückt uns die Daumen. Wir hoffen, es bleibt trocken. Jetzt wird's ernst. Der Moment der Wahrheit. Ist alles dicht, zumindest auf der rechten Seite. Wirklich? Ja, aber ich nehme an, dass es von hinten, von den Türen reinkommt. Ja, weil wir da drüber gemacht haben. Also direkt hier am Eingang ist natürlich schon mal eine Pfütze, aber wir vermuten, dass es an der Stelle ist, ja, die wir eh schon vermutet hatten. Und zwar, wir blenden es euch mal ein, ganz hier oben direkt in der Mitte der Türen ist einmal dieser Schließmechanismus der Tür und da sind auch noch verschiedene Löcher, wahrscheinlich wieder für irgendwelche Kabeldurchführungen und ich habe halt so von hinten schräg drauf gemacht, natürlich ist es dann da reingelaufen, also das ist erstmal halb so wild, ich glaube, das kriegen wir in den Griff, jetzt wird's spannend. Ja, mit den Türen müssen wir uns generell hier noch was überlegen und zwar sieht man, hier kommen so
Regentropfen rein. Das ist aber in dem Moment, wo quasi die Tür aufgeht und dann stand es vorher oben auf der Dichtung. Und wenn man es dann aufmacht, dann läuft sie halt ein Stück rein. Man sieht auch hier an der Seite, wo jetzt quasi die Tür noch weit genug dran gepresst ist, kommt nichts rein. Da müssen wir uns mal noch überlegen, wie wir das lösen, dass es uns dann nicht jedes Mal, nachdem es geregnet hat, wie die Türen öffnen, da reintropft. Oder weiß ich auch noch nicht, was wir da machen. Da fällt uns bestimmt noch was Schlaues ein. Das erste Fenster sieht schon mal trocken aus. Hier läuft sogar noch. Von außen. Ja, von außen. Was übrigens richtig gut ist, dadurch, dass wir ja das Dach begradigt haben, merken wir richtig, dass oben, also man sieht es ja nicht mehr so gut, weil da ja die Solarpanels sind, aber man merkt richtig, dass das Wasser nicht stehen bleibt, sondern wie jetzt einfach direkt abfließt, alles was oben ist. Also diese Dachbegradigung war echt Gold wert. Auch das zweite Fenster scheint dicht zu sein, aber wenn ich hier schon mal nach links spähe, sehe ich schon wieder ein Problemchen. Und zwar hier an unserer Tür. Da habe ich ordentlich drauf gehalten, weil ich da ganz am Anfang mal die Vermutung hatte, dass wir da ein kleines Leck irgendwo haben. Und ich habe auch überhaupt keine Ahnung, wo das Wasser hier reinkommt. Aber hier kommt irgendwie Wasser rein und sammelt sich da unten. So, jetzt testen wir noch Fenster Nummer 3. Bei dem haben wir als Erinnerung hier oben nochmal nachgedichtet. Ich glaube aber tatsächlich, dass es nicht hilft, weil es quasi hier dazwischen ist. Oh, jetzt fängt es auch, glaube ich, auch an zu regnen. Aber wir machen trotzdem unseren Wassertest. Aber ja, wir machen halt Ausschlussverfahren jetzt und ja, wenn es jetzt nass wird, dann wissen wir, woher es kommt und dann, ja, werden wir auch das dicht bekommen. Ich werde bestimmt ganz schön nass jetzt. Ich stehe da ganz schön nah davor. Dann hätte ich weiter weggehen können. Ja, zu spät. Los geht's. Du hast mich nass gemacht. Wirklich? Ja. Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Aber das letzte Mal war ja wirklich hier überall. Jetzt ist nur noch hier in der Mitte ein Problem. Aber da in der Mitte haben wir ja genau nachgedichtet. Also das kann es nicht sein. Ja, du hast hier die ganze Seite nachgedichtet. Ja. Kommt hier halt aus der Dichtung raus. Ich ziehe mein Fazit. Wassertest. Note 1 bis 6, was geben wir? Eine 3 minus oder schon eine 4? Eine 4 plus. Eine 4 plus, okay, wir geben eine 4 plus. Also der Wassertest, den haben wir erfolgreich durchgeführt. Ja. Und man muss ja immer das Positive sagen, die Stellen, um die wir uns gekümmert haben, als wir das Dach abgedichtet haben, haben jetzt wirklich gar keine Probleme mehr gemacht. Unsere beiden Fenster hier haben keine Probleme gemacht, unser neu eingebauter Dachventilator hat keine Probleme gemacht. Aber dafür haben wir halt Problemstelle Tür, Fenster und hintere Hecktüre. Aber man muss auch sagen, dass jetzt einiges davon, also ja, dass es den Großteil des Innenausbaus jetzt erstmal auch nicht stört. Also wir können ja wirklich erstmal die Türen quasi auslassen und den Rest machen. Das heißt, wir können trotzdem weitermachen, aber ja, bei dem Fenster weiß ich auch noch nicht so ganz. Dadurch, dass es nicht innen reinläuft, ist es jetzt auch gar nicht so tragisch, sagen wir es mal so. Das kriegen wir auch irgendwie noch in den Griff. Da werden wir jetzt einmal auch mal eine Internetrecherche machen. Vielleicht hat auch jemand von euch eine Idee. Das sind ja verbreitete Fenster, woran es da liegen kann, worauf wir vielleicht nochmal achten müssen. Vielleicht einfach wirklich nur eine neue Dichtung oder so oder einfach nochmal neu einsetzen. Ja, wir machen jetzt Feierabend für heute, weil ja, es war ein bisschen demotivierend, aber es, ja, es gehört weiter dazu, richtig. Man muss ja sagen, das war jetzt schon jetzt ein Extremtest. Also da kam ja auch ordentlich Wasser aus diesem Schlauch. Ich glaube, es wird selten so regnen, dass da so viel Wasser in kurzer Zeit wird. Aber ich meine, undicht ist es trotzdem, von daher, ja, gut, dass wir es gemerkt haben. Lieber jetzt als später, wenn da alles ausgebaut, ja, fertig ausgebaut ist. Ja, und wir dann Wasserschaden haben. Ja, genau. Naja, weiter geht's. Es ist jetzt 2 Tage später und wir haben uns für alle unsere Probleme, nee, nicht für alle, für die meisten unserer Probleme, Lösungen überlegt, die hoffentlich funktionieren. Also wir denken immer, zu jedem Problem gibt es auch eine Lösung. Klar war das jetzt irgendwie ein bisschen demotivierend mit dem Wassereintritten und so, aber es hat sich jetzt nach 2 Tagen auch schon wieder gelegt und ja, wir sind viel lieber jetzt dabei, unsere Kraft da reinzustecken, wie wir das Ganze lösen, und wir haben auch schon ein paar Ideen. Zum Beispiel hinten ist unserer Meinung nach das Problem, dass da gibt es zwar wie so eine kleine Regenrinne sozusagen, aber dass die halt einfach nicht weit genug nach hinten geht. Und da wollen wir eigentlich jetzt einfach so ein Stück Alu oder sowas ankleben, was den Regen einfach nochmal quasi abführt und dass er dann hinter den Türen runterkommt und sich dann gar nicht erst da oben sammeln kann. Damit hätten wir dann das Problem gelöst. Und sowas Ähnliches wollen wir hier an der Tür machen. Da wollen wir haben schon geguckt, da gibt es auch so im Wohnmobilbereich sogar solche so anklebbare Regenabläufe.
dass wir die über die Tür hier auch machen, dass da gar nicht erst so viel Wasser überhaupt hinkommt, dass es irgendwie weggeleitet wird und dass wir hier dann einfach an dem Stück, wo die Tür verzogen ist, nochmal ein extra Stück Dichtung einkleben. Und ja, das Einzige, bei dem Fenster sind wir uns noch nicht so ganz sicher, aber da werden wir uns dann auch noch drum kümmern. Da werden wir auch noch eine Lösung finden, da bin ich mir sicher. Und deshalb kann es jetzt mit dem Innenausbau weitergehen. Wir haben jetzt auch 2 Tage warten müssen, weil unser Primer leer war und das Paket mit dem neuen ein bisschen auf sich warten lassen hat. Aber ja, jetzt kann es weitergehen. Wir sind einfach happy, dass es vorangeht und ja, Rückschläge gehören einfach dazu. Aber den haben wir mittlerweile, glaube ich, schon ganz gut verkraftet. Wir haben doch einiges erreicht. Ich dachte die Woche erst, oh, jedes Holz hier ein Tag, aber nö, wir sind jetzt doch gut vorangekommen und ich habe hinten noch an den Scharnieren, falls ihr euch gewundert habt, was ich da immer so gemacht habe, da ist überall so ein bisschen Rost dran, den habe ich versucht wegzubekommen und jetzt schon so eine Rostschutzgrundierung an einigen Stellen drauf gemacht und ja, ich würde sagen, es ist jetzt auch die Zeit, dass wir dann endlich hier die Hölzer fertig bekommen, damit Svenja nächste Woche, komm mal her. Was machst du denn nächste Woche? Nächste Woche fange ich an, hier drinnen zu dämmen. Also wir haben ja schon ein bisschen Dämmung in den Wänden quasi drinnen, aber wir wollen natürlich noch ein bisschen dazu dämmen, weil wir ja schon auch in heiße und sehr kalte Regionen fahren wollen. Wird ein Energiesparhaus hier. So ungefähr. Ja, da freue ich mich auch schon riesig drauf. Ich bin einfach mittlerweile jetzt mit den Hölzern seit heute... Heute ist mir klar geworden, jetzt geht der Innenausbau los. Ich habe so Bock drauf. Und das sieht auch schön aus. Man sieht einfach nicht mehr die ganze Zeit nur GFK, weißes GFK. Dreckiges GFK auch noch. Das auch, ja. Seit der letzten Aufnahme sind mittlerweile 1,5 Wochen vergangen. Und zwar 1,5 Wochen, in denen ja an Blackie weiter nichts wirklich passiert ist, weil ich nämlich ganz schön krank geworden bin. Ich habe die ganze letzte Woche komplett nur auf dem Sofa gelegen und ja, so langsam geht es gerade ein bisschen bergauf. Ich kann jetzt zumindest wieder Arbeiten am Laptop erledigen, was eigentlich auch nicht, gar nicht so verkehrt ist, weil da habe ich jetzt dadurch einige Projekte vorantreiben können, die bisher ganz schön liegen geblieben sind und gerade habe ich auch das Video angefangen zu schneiden und die letzte Szene, die wir aufgenommen haben, ist, wo ich noch sage, hey, in der nächsten Woche fange ich an zu isolieren. Ja, das wurde wohl nichts, aber ja, ich werde mich auf jeden Fall noch gut auskurieren. Ich habe gerade noch total Probleme mit den Ohren. Und so lange werde ich auf jeden Fall nichts riskieren. Die 1-2 Wochen, ja, in der Zeit, für die, den Zeitraum, die sind ja nichts, da verlieren wir nicht viel. Aber damit ihr Bescheid wisst, wir wissen auch nicht, wann es dann hier weitergeht, wann wir das nächste Video machen können. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit bis dahin. Ganz, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Video. Tschüss! Tschüss!